Es gab immer wieder Spekulationen. Wird Ronaldo gehen? Wird er bleiben? Was wird da passieren? Was wird da geschehen? Und eine Sache kann ich euch jetzt sagen. Zumindest hat Juve offiziell ein Machtwort gesprochen. Genauer gesagt war es Pavel Nedved, der ehemalige Juve-Star, der mittlerweile Vizepräsident ist. Er sagte Folgendes. Pirlo und Ronaldo werden bei Juventus bleiben, sagte er und stellte damit klar, dass Ronaldo nicht wechseln wird. Er sagte auch, es gibt einige Schwierigkeiten, aber wir werden bis zum Ende kämpfen. Das Problem ist aber, dass Juve nicht mehr aus eigener Kraft sich für die Champions League qualifizieren kann. Sie liegen einen Punkt hinter dem SSC Neapel. Das ist noch aufzuholen, auf jeden Fall. Aber die Zeit ist knapp, nicht mehr viele Spiele. Und unter anderem Inter Mailand wartet noch. Die sind zwar schon Meister, aber die werden alles dran setzen, um Juve irgendwie die Champions League zu versauen. Und dass Ronaldo wirklich in der Euroleague spielt und dass Juve überhaupt so viel Geld hat, ihn zu bezahlen, wenn nur die Euroleague stattfindet quasi, das kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen. Juventus Turin, der Serienmeister und jetzt der Absturz bis vielleicht sogar in die Euroleague. Also es könnte ein komplettes Desaster werden. Ich bin richtig gespannt. Ich persönlich, wenn ich in der Euroleague spielen würde als Juve, würde ich Ronaldo abgeben. Weil ein Ronaldo sich leisten zu können in der Euroleague, das ist Verschwendung. Und ich finde es auch sehr schade, wenn wir Ronaldo nur in Anführungszeichen in der Euroleague sehen. Finde ich sehr, sehr, sehr schade. Deswegen, ich drücke Juve die Daumen, dass sie es noch irgendwie schaffen, irgendwie umkehren, Ronaldo dort bleiben kann und dann hoffentlich nach Sporting wechseln kann nach Portugal. Das würde mich allgemein sehr freuen. Fände ich irgendwie so ein ganz schönes Ende seiner Karriere. Aber was seid ihr, liebe Freunde? Also ich finde es schöner, als wenn er irgendwie nach Katar oder China wechselt, wenn er sagt, ey, ich höre da auf, wo ich angefangen habe, und zwar bei Sporting Lissabon. Eure Meinung in die Kommentare. Klickt in die Mitte, kommt dazu in den letzten Videos. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.